Jörg, jetzt hatten wir gesehen am Freitag ein kräftiges Minus von fast 200 Punkten. Wie war denn jetzt der heutige Start? Gestartet sind wir leicht positiv, jetzt sind wir leicht ins Minus gegangen, verlieren 0,1%, 11 Punkte, 15.440 Zähler beim Dow Jones und bei der Nasdaq. Ähnliches Bild, ein Verlust von 0,1%, 3.770 Punkte. Wir haben nicht die ganz großen Impulse heute Morgen, keine Konjunkturdaten, aber wir haben drei neue Mitglieder im Dow Jones 30, die wir heute begrüßen. Neu dazugekommen sind Goldman Sachs, Nike und Visa, und rausfallen müssen dementsprechend Alcoa, Bank of America und Hewlett-Packard. Und wir schauen diese Woche dann vor allen Dingen auf Aussagen der Notenbankmitglieder. Da treten einige vor die Kamera. Auch heute ist schon einer vor die Kamera getreten. Aber nicht wirklich was Neues ist dabei herumgekommen. Und letzte Woche war ja die Notenbank das Thema. Und am Freitag hat uns das dann noch ein wenig ins Minus geschickt. Wie hat denn eigentlich Manuel Amerika die Wahl hierzulande verfolgt? Und vor allen Dingen, wie hat man das Ergebnis aufgenommen? Ich habe hier und da tatsächlich Bilder gesehen, auch im amerikanischen Fernsehen, wie eine feiernde Kanzlerin mit ihren Anhängern gezeigt hat. Ja, das war auch schon im Vorfeld eigentlich der Fokus. Man kennt Angela Merkel hier in den USA, schätzt ihre Arbeit für Europa. Und deswegen war auch die Berichterstattung schon sehr einseitig auf Angela Merkel fokussiert. Und dann natürlich nach dem Gewinn eben noch mehr. Und Präsident Obama hat der Kanzlerin auch schon gratuliert. Und hier ist man zufrieden, dass man eine Partnerin weiterhin zur Seite hat, die für Europa kämpft, die verlässlich ist. Und das schätzt man auch, den Markt hier bewegt das aber nicht groß. Das ist dann doch zu weit weg. Was ist es denn, was näher dran ist, was die Märkte heute beschäftigt? Ja, ganz klar, das eine Thema heute ist Apple. Ein Verkaufsstart am Wochenende, der seinesgleichen sucht. 9 Millionen iPhones wurden verkauft. Das ist ein neuer Rekord für Apple. Und deswegen ist die Aktie heute Morgen auch schon über 5% und jetzt knapp unter 5% ins Plus gegangen. Eine schlechte Nachricht hat dann Apple doch noch zu vermelden, oder es geht um das eins der neuen iPhones, nämlich der Chaos Computer Club konnte den Fingerabdrucksensor über Listen austricksen, und daran muss Apple vermutlich dann noch ein bisschen arbeiten. Und Tim Cook, der Apple-Chef, der twittert nun auch. Seine erste Twitter-Nachricht war: so viele glückliche Kunden zu sehen, erinnert mich daran, warum wir tun, was wir tun. Wir schauen ansonsten noch auf die Airline-Mega-Fusion American Airlines und US Airways. Die Aktie ist über 1% ins Minus gegangen von US Airways, denn man bat um die Fristverlängerung für die Fusion. Dagegen hat sich ja das US-Justizministerium ausgesprochen, auch einige Bundesstaaten. Sie wollen nicht, dass die Airlines vielleicht kleinere Flughäfen streichen oder die Ticketpreise erhöhen. Darum geht es, und da wird man nun noch ein bisschen mehr Zeit haben, um zu verhandeln. Die Aktie der Citigroup heute Morgen über 2% ins Minus gegangen. Man warnt die Investoren vor einem schwachen Quartal. Da geht es um die Umsatzseite. Manche befürchten, dass der Umsatz bis zu 10% schwächer ausfallen könnte als vor einem Jahr. Die Investmentbanken haben zu kämpfen, vor allen Dingen mit einem schwachen Anleihegeschäft. Das Geld in den Schwellenländern wurde abgezogen. Und wir sehen außerdem ja noch die Politik der US-Notenbank. Auch das belastet. Im Plus ist heute die Aktie von General Electric über 1%, denn man konnte 16 Hochleistungsgasturbinen für Kraftwerke nach Algerien verkaufen. Die haben einen Preis von 1,9 Milliarden Dollar, also ein ordentlicher Auftrag für GE. Und wir schauen außerdem noch auf die BlackBerry-Aktie. Auch die geht heute weiter ins Minus, nachdem sie am Freitag ja schon abgestraft wurde. Kahlschlag bei BlackBerry, ein Verlust von gut 1 Milliarde Dollar muss man für das abgelaufene Quartal verzeichnen. Es werden über 4.000 Mitarbeiter entlassen werden. Wir werden vermutlich eine Zerschlagung sehen. Der Konzern könnte aufgesplittet werden. Also das ist eine wirklich interessante Entwicklung, die wir da sehen. Vor der Einführung des iPhones war BlackBerry einmal ein sehr, sehr wertvolles Unternehmen hier in den USA. Jeder hatte ein BlackBerry, und der Niedergang kam dann, als das erste iPhone eingeführt wurde. Außerdem schauen wir noch auf GM. Der US-Autobauer kauft Aktien im Wert von 3,2 Milliarden Dollar zurück. Das sind 120 Aktien, nämlich von einem Trust, UAW, Retire Medical Benefits Trust. Und die geben Vorzugsaktien eben wieder zurück an GM. Und die GM-Aktie, die kann davon profitieren und geht leicht ins Plus. Was passiert denn, Manuel, diese Woche sonst noch Wichtiges?
Wie ich schon angedeutet hatte, einige FED-Mitglieder sprechen über die Woche verteilt. Darauf schauen die Märkte wieder, wenn es dann um das sogenannte Tapering, also die Reduzierung der expansiven Geldpolitik hier in den USA geht. Also das wird ein wichtiges Thema sein. Man schaut auch auf Draghi, der ja diese Woche spricht. Und ansonsten schauen wir auf einige Häusermarktdaten, die dann ab morgen kommen, auch am Mittwoch noch. Und zum Ende der Woche sehen wir dann die persönlichen Ausgaben und Einkommen. Auch nochmal ganz wichtig, wie viel Geld geben die Amerikaner aus? Das ist fürs BIP besonders wichtig. Und am Freitag auch Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, der finale Wert für September. 9 Millionen iPhones verkauft bei Apple. Das heißt, Apple hat mehr Anhänger als FDP und AfD zusammen. Dankeschön, Manuel Koch nach New York.